Gute, ihr Noobs, und herzlich willkommen zu einem Video, mal seit langem wieder auf meinem Kanal. Und zwar heute gab es ja das neue Update, die neue Waffe kam raus, der Vierfachwerfer. Und ich hatte echt Glück, ich habe in meiner Aufwärmrunde direkt mal das Ding gefunden. Am Anfang, also es war wirklich meine allererste Runde, die ich gespielt habe. Und darum habe ich erstmal übelst gechoked am Anfang, also Aim ist on fire hier gewesen. Guckt es erstmal an. Jeder Schuss trifft. Und dann kriege ich sogar noch den Deagle-Hit rein. So, jetzt habe ich es aber immerhin irgendwann mal geschafft, den Typen zu töten. Also, da schon wieder. Ich war on point. Dann habe ich jetzt hier einen Schatten gesehen. Den habe ich natürlich auch direkt mitgenommen. Und ja, er trefft ihn jetzt auch, weiß, dass er One-Hit ist. Ich habe ihn dreimal mit 33 Damage getroffen, hatte dann noch 8 Bullets und treffe meine Schüsse wieder nicht. Wie gesagt, es war mein erstes Game, noch nicht mal mehr aufgewärmt, irgendwie so einfach nur gesehen, neue Waffe war da, einfach erstmal spielen. Also da schon mal auf jeden Fall Props an mein Aim, das ist immer on fire. Generell momentan wieder richtig Probleme mit meinem Aim. Ich weiß gar nicht warum und wieso. Also keine Ahnung. Manchmal läuft es echt ziemlich gut. Wir werden es auch nachher noch sehen. Ich habe einen krassen Baufight. Dann kommt der zweite, den kill ich. Der dritte kommt vorbei, den kill ich auch noch. Der vierte kommt vorbei. Alles gar kein Problem. Und da habe ich dann gar kein Problem, aber am Anfang so AR, Open Field, irgendwie Aim, weil der rumspringt, ja, gut, da schieße ich 10-mal daneben, bevor ich einmal treffe. Wieso denn auch nicht? Jetzt wusste ich, ich wusste irgendwo, hier ist der Boy, jetzt habe ich ihn steppen gehört, wusste, dass er irgendwo unten war. Irgendwo im Treppenhaus wahrscheinlich sehen dann da und ich wusste, er hat nur noch ein HP. Also gar kein Problem an der Stelle. Und dann springen wir auch mal direkt weiter. Achso, habe ich schon die Waffe gefunden? Wann finde ich die Waffe? Ich glaube, hier dürfte ich sie finden. Find dann jetzt hier in der Chest die neue Waffe, denk mir so einfach so, ja gut, was ist das denn für ein Ding? Ist ja mal gar nicht klein. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus, das Ding. Sieht wie so eine halbe Bazooka aus. Und dann habe ich mir gedacht, ajo, nice. So kann man mal starten. Wollte jetzt hier den, wollte dann, hab kurz überlegt, ob ich den Stream starte. Habe ich dann aber dagegen entschieden, weil, wie gesagt, war meine erste Runde. Ich war null eingespielt, nur weil ich jetzt die Waffe gefunden habe. Mache ich doch jetzt nicht den Stream an. Was vielleicht leider eine Fehlentscheidung war. Ich bringe jetzt mal hier zu meinem nächsten Ding. Hier schon wieder, ich sehe den. Weiß nicht mehr, wo der hin ist. Hab jetzt schön die Schüsse abgeflockt. Da ihm einen schönen Hit gegeben. Schon wieder schön abgeplockt. Da habe ich mich geharrypottert. Okay, kann passieren. Immer noch erstes Game. Hab immer noch nicht einen Baufight gehabt. Kann man sich mal harrypottern. So, hör ihn jetzt irgendwo unten rumsteppen, editier auf, hat ein bisschen lang gedauert, Pump Schuss, er will auch auf editieren und MP hinterher, easy snack. Find dann noch ein paar nice Sachen. Das war auf jeden Fall ziemlich angenehm. Habe ich jetzt hier entschieden, 2 Biggies oder 5 Minis, ich wusste es selbst nicht. Habe ich dann für 2 Biggies entschieden, könnt ihr mal reinschreiben, was ihr besser findet. 5 Minis oder 2 Biggies, I don't know. Und springen wir aber mal zum nächsten Kill, weil jetzt bin ich einfach nur in die Zone gelaufen. Ah, ich bin gebunnyhoppt. Ah, genau, das wollte ich euch noch erklären. Ah, und zwar kann man jetzt im Game bunnyhoppen. Achso, das geht aber nur. Achso, ich bin gar nicht bunnyhoppt. Das geht nur, wenn man den Schatten hat und sich irgendwie versucht zu verschnellern. Also das Einfachste ist mit der Fontäne, die von den aktivierten Feldern. Werde ich aber auch auf jeden Fall bald mal zeigen. Wollte jetzt hier unter dem Ding dancen, hat nicht funktioniert. Braucht die Quest noch. So, okay. So, hier fängt der Baufight an. Ich hatte direkt Lowcount, habe mich direkt Harry Pottert.
wusste, dass ich mich Harry Pottert habe. Hab jetzt kurz überlegt, weil ja noch ein zweiter drauf oder wir auch gethirdpartied worden. Wollte ihn jetzt runterschießen, hab ihn gehört. Jetzt, dass er auch ziemlich weit unten ist. Hab jetzt gehört, dass er über mir ist. Jetzt ist er unter mir, jetzt will er abbauen. Ich drehe meine Treppe. Will dann nach oben raus editieren. Hab dann ein bisschen gemissplayed hier. Werde gethirdpartied. Kann aber hier schön die Schüsse blocken. Treffe dann meinen Pump-Hit, 85er Hit. Und dann sitzt mein Spray mit meiner MP. Ich duck mich immer. Ich weiß nicht, ich gehe meistens dann duck hoch, duck hoch, duck hoch. Damit ich einfach meine Körperfläche, beziehungsweise dass man mir nicht die Header drücken kann. Trink denn jetzt hier meine zwei Biggies. Und da seht ihr, dass noch der eine, der die ganze Zeit auf mich aimt, jetzt auch mich pusht. Entscheidet sich auch wohl dazu, jetzt endlich mal zu gehen. Gib ihm einen schönen Hit. Hab dann gesehen, dass ich mit meinem MP wieder nicht getroffen habe, weil Aim on Point war. Hab ihn dann wieder hier gehört. So, da wieder den Hit gesetzt. Wusste, dass ich jetzt hier keine MP-Bullets mehr hatte. Ich hatte, glaube ich, noch 3 Schuss. Darum erst alles abgeblockt und dann seht ihr mal wieder mein Aim on Fire. Wie ich den nicht gemisst habe. Ich weiß es bis jetzt nicht. So schlecht. Und jetzt hier mit der AR dann wenigstens den Kill gehört. Hör schon wieder einen Steppen. Schon wieder einer, der mich pusht. Denk mir so, Alter, was geht denn hier ab? Hab ihn dann auch direkt gesehen, muss aber leider meine Sachen jetzt ein bisschen nachladen. Baue jetzt wieder hin. Kurz treffen, wunderschönen Schuss. Alles ist richtig langsam, wie ich mir das gerade angucke. Heilige Scheiße, bin ich slow. Und dann hat er einfach keinen Bock mehr. Nee, ich habe gar nicht. Der hat nicht keinen Bock mehr gehabt. Ich habe mit einem Pump-Hit runtergetroffen. So, da habe ich getroffen und gleich habe ich nochmal einen Pump-Hit auf ihn getroffen. Da nicht, da habe ich jetzt erstmal abgebrochen. Da habe ich den Pump-Hit getroffen, warum auch immer der Pump-Schuss da nicht rausgegangen ist, wie Playback on Point. Bis dahin so gemerkt, so, oh, ich habe gar nicht meine neue Waffe ausgepackt und habe Full Muni mit der. Easy Snacks. Und dann so, ja gut. Wie cool ist das denn? Ich habe jetzt Max Raketen, habe diesen Vierfachwerfer. Jetzt will ich den aber auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Pack das Ding aus und bin jetzt auf der Gegnersuche. Hab jetzt ein bisschen Angst wegen der Zone. Sieht man das? Genau. Ich bin ziemlich weit aus, also muss noch echt ziemlich weit laufen. Die Zone moved auch gleich. Und dann sehe ich dann auch gleich vor mir den nächsten Gegner. Hab halt nicht so ein schönes Replay-System in-game, weil ich immer sehe, wann die Gegner da sind, sondern hab jetzt hier den gleich gesehen und genau, da, der Typ mit der Hype-Sniper, wo ist er? Ja, genau. Da Open Field, mein Aim ist wieder on fire. Denk mir so, ja gut, ich bin schon krass. Denk jetzt mal, ich push den, Aim wieder on fire. Baue mich dann wieder hoch, das habe ich mir als angewöhnt, gerade wenn man nicht trifft. Da auch wieder am Anfang schön getroffen, dann danach zu spät rüber geaimt. Alter, das ist so bad. Meine ersten Runden sind immer so schlecht. Jetzt gebe ich ihnen aber den Jump Header. Weil, wisst ihr, sowas kriege ich hin, aber dann, keine Ahnung, irgendwie so die übelsten AR-Schüsse, die jeder von euch trifft, kriege ich nicht hin. Aber dann die Jump-Header auspacken. Dafür bin ich bekannt, Kappa. Also, keine Ahnung, was momentan mit meinem Aim los ist. Bisschen mit der Sens rumgeschraubt und seitdem komme ich einfach gar nicht mehr mit gar nichts mehr klar. Hab jetzt hier den gesehen, hab jetzt erstmal die Dinger rausgeflogen, natürlich erstmal alle zu kurz geschossen, weil ich einfach gar kein Gefühl für das Ding hatte. Das erste Mal überhaupt gesehen, genutzt, hab da jetzt einen wegrennen sehen, hab mir dann so gedacht, okay, wenn er wegrennt, easy, krieg jetzt hier den Sniper-Hit ab, denk mir so, okay, ajo, ich muss immer noch ein Gefühl für das Ding bekommen. Und
wenn ich ehrlich bin, sieht schon cool aus, hat aber nur in dem Fall einfach nichts gebracht. Seht ihr denn da jetzt Open Field rum stehen? Ich habe keine Sniper, will den nicht facen. Face ihn aber dann doch mit der AR, warum auch immer, aber man kennt ihn. Und fress ihn jetzt hier den nächsten Snipe-Hit. Unglaubliches Luck, wie er den getroffen hat. Merkt dann hier, er giftet mich zu, ich habe nicht mehr so viel Leben, also auch kein grünes Leben mehr. Und denkt mir so, ajo, okay, jetzt muss ich ihn... Jetzt muss ich neu positionieren. Wollte ihn jetzt damit töten, weil ich wusste, er war weiß, er war low und easy. Aber treff dann hier nichts. Sehe, dass er dann wieder sniped und treff jetzt hier ein paar Hits. Zone kommt. Ich konnte den nicht mehr looten. Hab jetzt schon zu dem Zeitpunkt 8 Kills. Hab mir gedacht, easy, das wird die beste Runde seit langem wieder. Obwohl ich so scheiße gespielt habe. Ich muss dazu geben, bis auf der eine coole Baufight, da wo ich gegen ein paar okay Leute gespielt habe, hatte ich halt auch echt Plebs nur dabei. Aber ja, keine Ahnung. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass ich die erste Runde gespielt habe. Gerade aufgestanden, gesehen, dass die neue Waffe da ist, dass im Shop der Ghoul Trooper da ist. Habe ich schon fast überlegt, ihn zu kaufen. Dann habe ich mir gedacht, Alter, Epic ist die übelste Money Bitch. Haben sogar echt den OG-Skin rausgebracht, wo ich mir so gedacht habe, Alter, das haben die jetzt nicht ernsthaft gemacht. Weiß dann, wo er ungefähr ist, traue mich aber nicht runterzuspringen, will dann jetzt hier High Count behalten, treff den easiesten Schuss ever überhaupt nicht. Da habe ich mir so ein bisschen mit verkackt, wusste, dass er jetzt irgendwo unter mir ist, habe nicht gehört, dass er wieder runtergesprungen ist. Versuche ihn da jetzt zu finden, weiß, dass bald die Zone wieder losgeht, spring jetzt hier ganz runter, weiß jetzt nicht mehr wieder, wo er ist, habe ihn da jetzt gesehen. Aber wieder zu langsam mit der Reaktionszeit. Kipp ihn jetzt. Oh, ich dachte, hier muss man eigentlich warten, bis er den 90 oder die 180 Grad Drehung in dem Fall macht. Und ihn dann den Pump-Hit geben während der Drehung. Weil danach baut er sich meistens ein und man kann wieder High Count bekommen. Das wäre, glaube ich, der clevere Zug gewesen. Weiß jetzt, dass so langsam ich mal mit meinem High Count was machen muss. Aber hier ist schon so viel gebaut. Und ich finde ihn nicht wirklich. Dann fliegt jetzt noch so ein Trottel über mir, wo ich dachte, der will jetzt nicht auch ernsthaft auf mein Gebäude schießen. Fliegen. Geht dann jetzt auch hier weg. Hab immer noch Probleme, den wirklich zu finden. Hör, dass er nachlädt. Will da runter ihn dafür punishen, dass er gerade am Nachladen ist. Hab ihn aber wieder nicht gefunden. Werd jetzt hier also sogar noch gethirdpartied. Warum auch immer schon wieder ich. Er ist dann halt in meinem Gebäude drinne und ich komme nicht mehr raus. GG. Well played, würde ich mal sagen. Also übelste Crap-Runde von mir zum Schluss. Aber ansonsten war sie eigentlich ganz funny. Ein bisschen mit dem neuen Ding ausprobiert. Ist erstaunlich schwach, finde ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mit der Waffe so wenig Impact hat. Vielleicht habe ich einfach nur falsch damit gespielt. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin probieren. Ich werde heute auch bestimmt nochmal streamen. Falls ihr da Lust habt, werde ich dann auch die Waffe nochmal ein bisschen testen, was sie kann. Aber der erste Eindruck war echt nicht so OP, wie ich mir das gedacht hatte. Ich kannte sie ja auch noch aus Rette die Welt. Und irgendwie so wirklich überzeugt hat mich die Waffe jetzt nicht. Aber wir werden es sehen. Die nächsten Tage, wenn wir die ersten sicken Places sehen. Also macht's gut in dem Sinne, haut rein und tschüss mit euch.